Ja, wir haben jetzt unseren ersten im Amulett unseren ersten Edelstein bekommen. Was tut der? Das könnte nützlich sein, wenn ich verletzt werde. Wie es aussieht, heilt der nämlich. Und jetzt fragen wir uns doch mal, was ist das denn? Ein Opal. Jetzt fragen wir uns doch mal, was könnten wir denn mit einer Heilung womöglich anfangen? Oh, hier noch eine Tulpe mitnehmen. Ist ja wunderschön. Ich frage mich, ob es da Fische gibt. Der große Stein da unten sieht aber hübsch aus. Ich wünschte, ich hätte Zeit, meine Füße einzuweichen. Also ins Wasser zu halten, in dem Fall. Mit den Bäumen können wir hier nichts machen. Mit dem Brunnen auch nichts. Können wir hier vielleicht. Ich speichere da mal lieber wieder. So. Können wir da vielleicht am Dingens ziehen? Nein, können wir nicht. Und jetzt könnten wir eigentlich den Vogel heilen, aber wir müssen erstmal warten, bis ich. Ja, so viel dazu. Der Vogel ist immer noch verletzt. Und was passiert, wenn ich jetzt einfach hier drauf drücke? Wenn ich seinen Flügel heile, dann wird er mir bestimmt eine Feder geben, oder? Na, da wäre ich mir noch nicht so sicher. Aber Hauptsache, wir heilen den schon mal. Das ist doch süß hier. Gucke mal. Abrakadabra. Und Flügel heile wunderbar. Ach, der piept ja auch. Und er gibt uns eine Feder. Wer hätte das gedacht? Also ich eigentlich nicht. So, die Feder fällt auch ganz sorgfältig herunter und. Gar allerliebst zwitschert das Vögelie für uns. Ich hoffe, das geht als Feder durch, also als Schreibfeder, um genau zu sein. So, nix wie zurück zum verrückten alten Mann. Hallöchen, ich bin zurück. Also, Branson, du musst mir immer noch die Schreibfeder geben, die ich hier unbedingt brauche, ne? Muss meine Steuererklärung machen. Aber wir haben natürlich eine Feder dabei. Aha, du hast meine Feder. Warum wollte ich ihn immer haben? Du bist der Meister der Schriftrollen. Schreib ihm doch eine, um ihm bei seinem Auftrag behilflich zu sein. Ach, na klar. Ja, warte, du brauchst eine, na sag schon, hier ist eine magische Schriftrolle, genau. Ja, dann mal gucken. Humpampa, jumpampa, nochmal die Word-Rechtschreibprüfung drüber laufen lassen. So, hier, bitte fertig. Ah, also für einen Mystiker ohne Magie scheint ihr alle hier noch eine Menge davon übrig zu haben. Aber der Malcolm, der hat noch viel mehr davon. Also richtig viel mehr. Und bald wird keiner unserer Sprüche mehr funktionieren. Ja, so ist das. Also nimm die Schriftrolle und benutze sie einfach später, wenn du glaubst, dass es Zeit dazu ist. Gut, du hast die Schriftrolle. Als nächstes brauchst du aber noch ein anderes Werkzeug. Ein anderes Werkzeug? Was? Er muss doch hier seine Geburtssteine finden, ne? Was hier, was? Gewürz, Heini, ach, du meinst Gewürzsteine, ja, genau. Jede Jahreszeit hat ihre Edelsteine. Und du musst jede in der richtigen Reihenfolge auf eine Platte oder sowas setzen. Ich hab's jetzt nicht mehr so genau im Kopf. Ja. Was sind denn meine Geburtssteine? Und welche Platte denn? Sag mal an. Also Sommer kommt zuerst. Ich glaube, ich habe das irgendwo versteckt bei Dingens. Sag schon. Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Ja. Ich habe alle deine Steine herbeigezaubert. Aber mein Zauberspruch ist leider furchtbar schief gegangen.
Und dabei, also jetzt musst du aussuchen von all diesen Steinchen, die hier so rumfliegen. Ja. Gut. Dann wissen wir jetzt auch, was es mit den rumliegenden Edelsteinchen auf sich hat. Edelschweinchen wollte ich gerade sagen. Aber die gibt es ja nur im Bordell. Witzig. So, dann haben wir hier also verschiedene Steinchen. Boah, wenn ich da mal die Reihenfolge zusammenkriege. Ich gehe aber erstmal weiter. Und zwar glaube ich, hier ist noch ein Rubinbaum mit einem großen Ganga-Schild. Danga für diesen schönen Morgen. So, ich speichere erstmal, falls ich das jetzt noch falsch im Kopf habe. Nein! Au, verdammt! Au! Die Schlange hat mich gebissen und ich laufe schon grün an und werde gleich zum Hulk. Wo ist sie jetzt? Immerhin habe ich den Rubin bekommen. Und jetzt nochmal schnell heilen. Ja, gut, das war richtig. Das ist ja ganz erstaunlich. Die Auswirkungen vom Gift sind alle weg. So. Und jetzt haben wir hier verschiedene Edelsteinchen. Hier speichern wir auch nochmal schnell ab. Was haben wir denn hier? Amethyst. Ich glaube, da fehlt aber noch einer. Ich bin mir fast sicher, dass da noch einer fehlt. Und zwar, der alte Mann sagte ja, also der Darm sagte ja, wir sollen mit dem Sommer anfangen. Aber der Sommer, wenn ich mich richtig entsinne, war nämlich ein gelber Stein. Dann klappern wir hier nochmal schnell das ab. Und hier geht's auch. Da geht's. Ah, da geht's wieder durch die Höhle. Aber nach oben und unten geht's hier auch nicht. Gut, dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Ich hoffe, die Brücke hält das auch aus. Die von unserem Professor Hermann gebaut wurde. Und latschen hier nochmal ganz schnell alles ab. So viel dazu. Ich glaube, jetzt müssten wir auch schon alle haben. Ach komm, wir gehen jetzt auch mal rüber und gucken mal, ob alles... Oder? Nee, warte mal. Wenn wir schon mal hier sind, bevor wir wieder rumlaufen müssen, da haben wir noch ein Aquamarin. Gut, dass wir hier geblieben sind. Und da haben wir noch eine Perle. Mal gucken, ob wir hier noch andere finden. Hier schon mal nicht. Klappern wir mal ganz kurz alles ab. Denn offensichtlich sind ja jetzt einige dazugekommen. Nein, hier geht's auch nirgends weiter. So, lalalalala. Hier wieder am Tränenteich. Traurig. Und hier haben wir gleich zwei. Ein Peridot haben wir schon. So ein Ding haben wir auch. Nehmen wir vorsichtshalber trotzdem mal mit. Können wir ja immer noch wegschmeißen. Lalala. Der Soundtrack ist leider nicht auf CD erhältlich. Oh, ein Diamant, den nehmen wir natürlich noch mit. Und ein Onyx. Genau, ich glaube, den brauchten wir auch. Jetzt mal kurz hier oben gucken. Die alte ist auch nicht mehr da, ne? Nee. Hey, Brünn! Ich hab das Amulett! Brünn? Brünn? Hallo. Hier, ich bin's. Brünni. Brünn. Brünn. Du Abbrünnige. Ja, die ist wohl weg. Tja. Wie das mit hübschen Frauen in einsamen Tempeln so ist. So, jetzt wieder zurück. Von der East Coast zur West Coast. Yo, yo, yo.
Lalalalalala. Ach, hier ist einmal der Tränenteich. Wo kommen die Tränen bloß her? Da werden bestimmt oben Babys ausgepresst. Daher kommen die Tränen. So. Und über die Brücke wieder rüber. Ich habe noch irgendwie im Kopf, wenn man zu oft über die Brücke läuft, dann bricht die, glaube ich, hinter einem zusammen. Kann mich aber auch täuschen.